Was? Nein! Voll in Rabatte da! Und damit ein wunderherzliches Willkommen hier in meinem wunderschönen Dorf. Ihr seht's, ich habe einfach länger nicht entleert tatsächlich. Ich glaube, den ganzen Tag, heute Morgen habe ich entleert und dann den ganzen Tag über nicht einmal entleert. Und deswegen holen wir uns jetzt ein bisschen Ja, wunderbar. Wir haben auch schon wieder eine Gambox am Start. Ihr seht's, meine Queen ist auf Stufe 22 fertig. Und genau das möchten wir eigentlich austesten. Ich möchte schauen, wie ist meine, die ist jetzt älter als ich und es ist, so langsam, ist ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen. Kann man nichts machen, da steckt man nicht drin im Endeffekt. Aber nun gut, liebe Queen, schauen wir mal, was dein Level 22 so alles anrichten kann und wie weit uns das voranbringt. Suchen muss Loot finden. Suchen muss Loot. Muss Loot. Ha! Huh. Ja, der Loot ist irgendwie mal wieder wunderbar. Für den Arsch. Aber was will man machen? Da steckt man halt auch nicht drin. Naja, auf jeden Fall ein bisschen Talkerino. Mir ist der letzte Livestream so ein bisschen unter den Lappen durchgerutscht, Füßen weggeflogen, weil ich weiß auch nicht, so ehrlich, um ehrlich zu sein, habe ich ihn einfach vergessen, am Donnerstag durchzuführen. Das wäre dann gestern gewesen. Ja, und dafür wollte ich mich eigentlich nur entschuldigen. Und im Endeffekt bleibt euch jetzt in den Kommentaren. Ich werde einen Kommentar schreiben, in dem ich schreibe Option A. Ich mache einen 12-Stunden-Stream. Oder Option B, ich muss nächste Woche zweimal Clash of Clans streamen, jeweils 2 Stunden an unterschiedlichen Tagen. Oder wie gesagt, Option A, ein 12-Stunden-Stream. Das ist dann aber nicht, das sage ich von vornherein, wenn das 12-Stunden-Stream ist, dann wird das bestimmt mindestens mal die Hälfte Clash of Clans sein, aber keine 12-Stunden Clash of Clans, sondern das würde ich dann schon ganz gerne ein bisschen durchmischen. Und paar andere Sachen mit reinbringen. Da müsstet ihr mir dann einfach ihr könnt dann unter das Kommentar schreiben von mir, also ich schreibe jeweils eins und dann schreibt ihr einfach darunter, ich möchte Option A, weil, und unter das andere schreibst du dann, ich möchte Option B, weil, und dann votet ihr das Kommentar, was ihr haben wollt, mit einem Daumen nach oben, und unter allen, die, sagen wir, die daran teilnehmen, verlosen wir dann in dem Stream jeweils ich weiß nicht so genau, wie wir das machen. Oder wir machen das einfach unter den Leuten, die da kommentieren, jeweils, eine iTunes-Karte oder eine Android-Karte. Für ein paar Gems. Oder für ein bisschen Eis, je nachdem, wofür du das haben willst. Kannst dir auch eine schöne TKKG-Folge runterladen, wenn du möchtest. Naja, und ich finde es irgendwie ganz spannend, weil mich das interessieren würde. Und so finde ich das irgendwie momentan am besten, dass ihr irgendwie daran teilnehmen könnt und abstimmen könnt darüber. Und ich, wie gesagt, es tut mir auch wirklich leid. Ich wollte den Stream durchführen, aber ich habe es halt einfach irgendwie verrallt. Für die Leute, die es nicht wissen, ich streame tatsächlich einmal die Woche Clash of Clans und einmal die Woche Vainglory. So. Irgendwie sieht das mit dem Loot hier ziemlich langweilig aus. Deswegen werden wir jetzt einmal probieren, hier einen 3-Star zu holen. Dazu locke ich jetzt hier oben erstmal die Clanburg, falls da was drin ist. Das sieht irgendwie nicht so aus. Oder wir sind vielleicht auch noch nicht ganz in der Range drin. Aber dann können wir auf jeden Fall schon mal die Bubsy töten. Töte sie! Töte sie! Avada Kedavra! Und tot. So, das sieht mir sehr danach aus, als wäre der kleine Clanburg drin. Keine Riesenbombe und dann... Ich weiß, das ist random, weil der Loot einfach unglaublich blödsinnig ist hier auf dem Dorf. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ganzen Bogenschützen hinterher. Und dann kommt Mama Queen. Mama Queen räumt jetzt richtig aus, auf. Und Papa Barbarenkönig kommt von, würde ich sagen... Wie machen wir das? Schicken wir ihn da hinterher oder lassen wir die Queen das alleine regeln? 50% schaffen wir auf jeden Fall locker, easy, alleine mit den, Alter, alleine mit den Bogenschützen, wenn ich mir das so angucke, wie die da auf diesem Rathaus rumklopfen, das ist ja quasi einfach weg gewesen. Wunderbar sieht das aus, falls ich wundere, wo mich da hingucke, ich habe da den Bildschirm von der, vom OBS, weil ich in letzter Zeit eigentlich immer mit OBS aufnehme. So, schauen wir mal.
Die Queen könnten wir jetzt eigentlich gleich mal zünden. Da sieht man mal, ich habe das letzte Mal schon drüber gesprochen. Clash der Helden. Ganz ehrlich, das ist so heftig, wie das abgeht. Wenn man drüber nachdenkt, dass es früher keine Helden gab. 90%, 2 Sterne. Jetzt hätte ich gerne einen Fast-Forward-Button. Was? Alter. Verdammt. Umgeramst. Naja. Auf geht's. Komm schon. Zack. Perfekt. 3 Sterne. So, der Loot ist natürlich für einen Arsch, aber mit Bonus, komm schon, mit Bonus geht das einigermaßen klar. Suchen wir direkt weiter, wir sind immer noch Kristall 2. Mein Ziel, weiß nicht, ob wir das erreichen werden, 35 Fights. Das ist noch nicht ganz so viel dafür, dass schon fast eine Woche rum ist. Und, oh, wir haben eine Gembox Screenshot. Wenn du nicht weißt, warum ich Gembox screenshotte. Tja, das verrate ich dir nicht. So, 3,6 Millionen, ich hatte gesagt, ich möchte auf die... Ja, doch, auf den letzten Magierturm. Jetzt war ich kurz verwirrt. Doch, auf den letzten Magierturm wollen wir natürlich. Und das wären dann 6,4. Und in 13 Stunden ist er endlich fertig. Unser erster Max-Magierturm. Ich freue mich so dermaßen darauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Zack. Und was? Nein! Voll in Rabatte da! Ich habe eine Wartungspause reingeboostet. Und vor allem ein Video angefangen mitten in der Wartungspause. Warum? Nun ja, da kann man jetzt irgendwie nichts machen. Ich weiß nicht warum, aber jetzt muss ich das Video an der Stelle beenden, weil scheinbar eine Wartungspause stattfindet. Das tut mir leid. Shit. Shit on it. Na, ich habe auch keine Ahnung, was sie warten. Also wir können mal ganz kurz live zusammen auf Twitter vorbeischauen. Dann check ich das einfach mal ab. Twitter. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwas steht. Twitter kriegt man meistens die schnellsten Informationen. Clash of Clans. Wartungspause? Fragezeichen. Wartungspause. After finding 4 battles today. Your wills have been too long online. Chief. Chief, we will start a maintenance break to disable the double XP event. Ah, okay. Das doppelte XP-Wochenende ist zu Ende für die Clan Wars und deswegen werde ich dann wohl jetzt rausspringen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, ihr habt ausprobiert und habt die ausgenutzt vielmehr und habt die CWs schön am Wochenende gewonnen und die XPs gesammelt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, unten abzustimmen unter den 2 Kommentaren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.